Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Neuregelung des Hessischen Ingenieur- und Ingenieurkammerrechts und des Hessischen Architektenrechts, Drucksache 19-2633 zu 19-1982. Berichterstatter ist Herr Kollege Eckert. Sie haben das Wort. Herren, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Beschlussempfehlung: Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum einstimmig bei Enthaltung der LINKEN, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags der Fraktionen von CDU, SPD und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, Drucksache 19-2575, in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ja. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Dr. Arnold für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach dem launigen Zitat unseres Wissenschaftsministers war ich kurzzeitig geneigt, ein Zitat eines der größten Philosophen des deutschsprachigen Raumes jetzt zu bringen. Sie kennen ihn alle. Lothar Matthäus heißt er. Aber ich fange trotzdem jetzt mit dem Gesetzentwurf an. Wir beschäftigen uns mit der zweiten Lesung. Vielleicht bringe ich es noch nachher. Ich überlege mir das noch. Den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN zu dem Gesetz zur Neuregelung des Hessischen Ingenieurrechts, des Ingenieurkammerrechts und auch des Hessischen Architektenrechts. Kollege Eckert hat vorgetragen, dass der Änderungsantrag, ein Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, SPD und den GRÜNEN ist, sodass ich daraus entnehme, dass wir das zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf machen und wir das miteinander so tragen. Wir haben ja am 10. September eine sehr engagierte, zum Teil auch verständlicherweise durchaus kontroverse Anhörung zu diesem Gesetzentwurf gehabt. Dabei wurden für den Änderungsantrag zielführende Anregungen aufgenommen. Ich möchte zwei, drei besonders erwähnen. Zum einen ist ja in § 1 des ersten Abschnitts dieses Gesetzentwurfs, übrigens unverändert zu dem bisherigen Ingenieurgesetz, geregelt, wer die Berufsbezeichnung Ingenieur oder Ingenieurin tragen und führen darf. Die Voraussetzungen sind mindestens 6 theoretische Studiensemester und mindestens 180 Leistungspunkte. Das war bisher auch so geregelt. Was wir geändert haben, was in der Anhörung zu einem deutlich hörbaren Protest der Hochschulen, der Universitäten geführt hat, war ein in § 1 Absatz 4 festgelegte Verordnungsermächtigung für eine Übergangsregelung zur Regelung von Übergangsfragen. Das wurde auch nach Diskussion mit dem Ministerium einvernehmlich ersatzlos gestrichen. Ich denke, dass damit auch die Bedenken der Hochschulseite, die unter Umständen einen Eingriff in die Autonomie der Wissenschaft befürchtet haben, völlig ausgeräumt werden konnten. Die Reaktionen jedenfalls aus dem Bereich der Hochschulen sagen das. Eine zweite Neuerung, die erörtert wurde, ist in § 12 die Einführung eines Qualitätssiegels der Ingenieurkammer Hessen, nämlich für eine Ausbildung und Zusatzbezeichnung als Fachingenieur Ingenieurkammer Hessen. Hier haben einige der anderen Berufsverbände VDI, VBI, VHU Bedenken eingeräumt, weil sie Sorge hatten, dass das also möglicherweise auch für Maschinenbauingenieure oder für Elektroingenieure oder Bauingenieure gelten soll. Nach intensiven Diskussionen wurde festgelegt, dass diese Berufsbezeichnung, dieses Qualitätssiegel nur für die Bereiche Bau- und Planungswesen, Geodäsie und Umweltingenieurwesen gelten soll, so auch im Gesetz festgelegt und geregelt. Ich denke, dass das auch jetzt die Bedenken dieser anderen genannten Verbände völlig ausräumt. So war jedenfalls auch die Reaktion. Wir haben im Weiteren verändert, dass auch zwei Stellvertreter im Vorstand der Ingenieurkammer möglich sind, dass die Anerkennung ausländischer Versicherungen als Voraussetzung zur Eintragung in das Berufsverzeichnis für Architekten
eben auch dort geregelt ist, sodass ich denke, dass damit wesentliche Punkte auch aus der Anhörung aufgenommen worden sind. Ich möchte einmal sagen, nach den teilweise doch sehr kontroversen Diskussionen zum Ingenieur- und Ingenieurkammergesetz in der letzten Legislaturperiode, da ist es ja nicht richtig weitergekommen, haben wir jetzt eine sehr sachliche und zielgerichtete Arbeit an diesem Gesetzentwurf erlebt, auch ein konstruktives Verhalten der genannten Verbände. Ich denke, dass wir jetzt mit diesem neuen Gesetz, mit diesem Gesetzentwurf, der zum Gesetz erhoben werden soll, eine tragfähige und durchaus auch für andere Bundesländer richtungsweisende Grundlage haben für eine erfolgreiche Arbeit der Ingenieure, Architekten und Stadtplaner. Deswegen bitten wir um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Eckert für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach einer, wie schon berichtet, etwas munteren Anhörung im Wirtschaftsausschuss kommen wir heute zur zweiten Lesung dieses Gesetzentwurfs. Und wenn wir eben auch ein Stück weit die Debatte des Vorgänger-Tagesordnungspunktes und die Einlassung auch jetzt vom Kollegen Arnold richtig deuten, dann sind wir eben auch nicht nur ein Land der Dichter und Denker, sondern auch in dem Falle auch ein Land mit hoher Ingenieurskunst, weswegen das alles so ein Stück weit nachher dann auch noch in hessischen Bibliotheken zu finden ist. Also so machen die drei Gesetze hintereinander in der Lesung sogar auch noch zu dieser späten Uhrzeit Sinn. Wir freuen uns, dass wir es entsprechend hier mit dem vorgelegten Gesetzentwurf in den Änderungen relativ einmütig die nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen für hessische Ingenieurinnen und Ingenieure schaffen können. Wir, die SPD, stehen hierbei zur demokratisch verfassten Selbstverwaltung im Kammersystem, hier in dem Falle bei Ingenieuren und Architekten. Hessische Ingenieure und Ingenieurinnen und Ingenieure leisten mit ihrer hohen Fachkompetenz, ihrer Kreativität und ihrer Unabhängigkeit einen wichtigen Beitrag zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes. Und dass das so parteiübergreifend gesehen wird, Herr Kollege Arnold hat es ja auch mit angesprochen, findet ein Stück weit Widerhall in dem gemeinsam vorgelegten Änderungsantrag zum Gesetzentwurf. Und an dieser Stelle dafür auch recht herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der CDU, dass dies so einmütig möglich war. Ingenieure und Architekten gehören zu der großen Gruppe der freien Berufe, die wir hier in Hessen haben, und will mit Blick auf die Uhrzeit das Thema ein wenig abkürzen. Denn für all diejenigen, die sozusagen fragen, rund um wie wir freie Berufe sehen, wo die Herausforderungen auch rechtlicher Art für freie Berufe in Hessen noch sind, und wer dazu Fragen hat, dem empfehle ich einfach den Blick in unseren Antrag 2565 aus 19, Perspektiven für freie Berufe in Hessen sichern. Ein, wie ich finde, ganz objektiv guter, richtiger und wichtiger Antrag, den wir im Wirtschaftsausschuss beraten werden. Und Herr Staatssekretär, Sie können es gerne weitergeben. Der Minister hat gestern Abend beim Parlamentarischen Abend der freien Berufe deutlich gemacht, wie er in diesem Bereich, in diesem Teil unserer Wirtschaft diese Berufe auch mit unterstützen möchte. Deswegen freuen wir uns, wenn wir sozusagen da in dieser selben Überzeugung ein Stück weit nachher im Ausschuss diesen Antrag abschließend beraten können und dann mit Unterstützung der Landesregierung sozusagen diesen Antrag dann auch beschließen können durch das Parlament. Aber es gehört zur Geschichte dieses Gesetzentwurfs natürlich auch, und Wahrheiten sollte man dann hier auch in der zweiten Lesung noch einmal deutlich auch ansprechen, dass der Grundfehler, und deswegen waren auch die Änderungsanträge leider noch einmal nötig, darin lag, dass wir mit einem Fraktionsgesetz hier an dieses Thema gegangen sind. Und selbst im Ausschuss, Herr Arnold, haben wir es ja mitbekommen, dass sozusagen der ein oder andere Anzuhörende gesagt hat, na, ich habe ja das schon beim letzten Mal im Ministerium hinterlegt, und man musste Sie dezent darauf hinweisen, dass das ja etwas ganz anderes war und dass jetzt ein Fraktionsgesetz ist. Das mussten wir alle etwas schmunzeln. Ich finde dafür das Verfahren, das ist absurd, und der Bedeutung wird es nicht gerecht. Und dann, auch das bitte, Herr Staatssekretär, dem Minister mal weitergeben, das gehört zu den Hausaufgaben nämlich des Ministers und des Ministeriums. Anstatt sich hier hinzustellen, die Opposition zu beschimpfen wie gestern, könnte man mal einfach das machen, wozu man da ist, solche Gesetzentwürfe vorzubereiten. Insgesamt können wir in den Änderungen, die vorgenommen worden sind, das kann sich der Gesetzentwurf sehen lassen. Wir schaffen gemeinsam die nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen für hessische Ingenieurinnen und Ingenieure. Es ist nun einmal so, dass wir auch z.B. mit der Verankerung der Partnerschaftsgesellschaften in Hessen auch bundesweit
Schlusslicht sind in der Umsetzung dieser Regelung. Und da gilt der alte Spruch, leider Gottes auch jetzt hier in dem Fall, nämlich was dieses Tempo der Einführung angeht. Willst du Hessen vorne sehen, musst du die Tabelle drehen. Leider Gottes wäre das schon längst möglich gewesen, wenn wir das im letzten Jahr bei der Novellierung, der Veränderung, noch einmal der Befristung des bisher gültigen Gesetzes das einfach schon mit reingeführt haben hätten, wenn wir ja alle sowieso relativ konsensual hier in diesem Hause das ohnehin als notwendig und wichtig erachten. Da hat man ein bisschen was liegen lassen, das hätten wir besser und schneller hinbekommen. Am Ende des Tages, am Ende der Beratungen schaffen wir damit, glaube ich, einen guten rechtlichen Rahmen für hessische Ingenieurinnen und Ingenieure, für die Ingenieurkammer, die Architektenkammer mit all ihren Veränderungen. Wir bedanken uns herzlich für die konstruktive Debatte, auch trotz munterer Anhörung und auch, dass das ein oder andere Strittige ein wenig mit den Änderungen herausgenommen werden konnte und wir so sicherlich hoffentlich hier einmütig dieses Gesetz heute hier beschließen werden. Wir als SPD-Landtagsfraktion werden diesem Gesetz in diesen Veränderungen auch zustimmen. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abg. Rentsch für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich will es kurz machen, Herr Kollege Arnold. Wir werden dem Gesetzentwurf zustimmen. Ich vertrete in dieser Debatte den Kollegen Lenders, will aber nicht verhehlen, dass ich normalerweise nicht zu Gesetzentwürfen, die in meinem eigenen Hause vorbereitet worden sind, im Jahre 2013 rede, sage aber auch, wir wollen schon ehrlich sein. Ich finde es erst einmal merkwürdig, dass es nicht möglich war. Kollege Lenders hat sich für das Thema seit langer Zeit intensiv eingesetzt und hat viel Arbeit dort reingesteckt, teilweise mit Ihnen gemeinsam, wie viele andere Kollegen auch, dass es nicht möglich war, dann einen Gesetzentwurf aller Fraktionen zu machen. Aber sei es drum, inhaltlich sind wir uns einig. Die Bedeutung dieser Berufsbezeichnung ist für die Ingenieure, für die Bauingenieure sehr, sehr zentral gewesen. Insofern sind wir damals auch aktiv geworden. Dass es sich nicht hier um ein Fraktionsgesetz handelt, das wissen wir alle. Ich will einmal einen Brief vorlesen meines Staatssekretärs, den er 2013 geschrieben hat, an den Kollegen Arnold und an den Kollegen Lenders. Da schreibt er, Kollege Arnold, Kollege Lenders, ich beziehe mich auf unser Gespräch über eine Novelle des Ingenieurrechts in Hessen und erlaube mir, Ihnen als Arbeitsmaterial den hier im Hause von mir betreuten Arbeitsentwurf für ein hessisches Ingenieur- und Ingenieurkammergesetz zu übersenden. Der Arbeitsentwurf geht zurück auf Initiative des Präsidenten Prof. Meysner und Kollegen Wittig, Vizepräsident der Ingenieurkammer und so weiter und so weiter. Wir hätten das schon zu dem damaligen Zeitpunkt gerne umgesetzt, aber es war damals leider so, Kollege Arnold, Sie erinnern sich, dass wir gemeinsam an der damaligen Wissenschaftsministerin gescheitert sind. Und die Wissenschaftsministerin, Klammer auf, CDU, Klammer zu, Name Frau Kühne-Hörmann, diesen Gesetzentwurf verhindert hat. Wir hätten das also schon fast vor 3 Jahren haben können. Wäre Frau Kühne-Hörmann jetzt sozusagen noch im Amt, wäre es wahrscheinlich immer noch nicht geschehen. Ich freue mich, dass Kollege Rhein mittlerweile dieses Ministerium leitet. Da ist doch etwas an diesen Stellen Blockade verschwunden, was sinnvoll ist. Und insofern, glaube ich, sollten wir ehrlich sein. Das Ministerium hat an dieser Stelle gute Arbeit geleistet. Das wird jetzt auch umgesetzt. Es gibt Änderungsanträge, die das verbessert haben. Und der Staatssekretär Samson wird das sicherlich auch bestätigen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung für die GRÜNEN, Herr Kollege Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Den Popanz, ob es nun ein Fraktionsgesetz war oder wer auch immer, können wir doch ganz einfach abräumen. Es ist überhaupt, es bricht uns kein Zacken aus der Krone, wenn wir sagen, dass das Ministerium selbstverständlich an diesem Gesetzentwurf auch mitgewirkt hat, dass es zugearbeitet hat. Dieser Gesetzentwurf hat ja eine lange Vorgeschichte, und da brauchen wir auch hier überhaupt nicht drüber zu streiten. Natürlich haben wir ein Fraktionsgesetz jetzt auch daraus gemacht, damit es dann auch in einer gewissen Geschwindigkeit beschlossen werden kann. Denn Sie wissen, dass das Gesetz zum Schutz der Berufsbezeichnung Ingenieur und auch das Gesetz über die Errichtung der Ingenieurkammer und die Berufsordnung Ende dieses Jahres ausläuft. Und wir hätten diese Fristen ja sonst gar nicht mehr halten können. Das sind ganz nüchterne Gründe. Dieser Gesetzentwurf ist ja vorgestellt worden. Ich will mir jetzt sparen, das noch einmal zu wiederholen, was ja alles schon beschreibend richtig gesagt ist. Ich will mich konzentrieren auf die Änderungen, die wir vorgenommen haben. Die Streichung der Verordnungsermächtigung, die ja im Vorfeld tatsächlich bei einigen der Betroffenen
nicht nur zu Missverständnissen, sondern teilweise auch zu Unverständnis geführt hat. Hier gehen wir den Weg, diese Verordnungsermächtigung aus dem Gesetz herauszustreichen. Mir ist es schon wichtig, hier auch noch einmal zu betonen, dass wir zu keiner Zeit ein irgendwie geartetes Aushöhlen der akkreditierten Studiengänge auf dem Verordnungsweg beabsichtigt haben, sondern ganz im Gegenteil, natürlich die Hochschulautonomie nicht beeinträchtigt werden sollte. Das ist auch in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst so passiert. Wir sind ansonsten auch dem Vorschlag der Ingenieurkammer gefolgt, sodass die Vergabe der beruflichen Fachbezeichnungen Fachingenieurin und Fachingenieur IKH und der ansonsten international üblichen Berufsbezeichnungen professionelle Ingenieurin und professioneller Ingenieur IKH auf den Berufsbereich des Bauwesens, der Geodäsie und des Umweltingenieurwesens beschränkt werden, sodass durch diese Einschränkung, glaube ich, auch die besondere Kompetenz der Ingenieurkammer noch einmal abgefragt wird und außerdem Überschneidungen mit der gewerblichen Wirtschaft vermieden werden. Auch da gab es ja die eine oder andere Irritation. Wir haben ja in der Anhörung zwar kontrovers diskutiert, Kollege Eckert hat es gesagt, aber eigentlich nicht zwischen den Fraktionen, sondern eher zwischen den Anzuhörenden. Von daher haben wir hier, glaube ich, dadurch, dass wir beispielsweise die Ingenieurfelder Maschinenbau und Elektrotechnik auch rauslassen, für ausreichend Klarheit gesorgt. Vielen Dank den Verbänden, der Kammer, den Hochschulen dafür, dass sie sich kritisch und konstruktiv in die Debatte eingebracht haben und durchaus auch den Fraktionen, auch der Opposition, die sich dieser schwierigen Aufgabe gestellt und den Gesetzgebungsprozess konstruktiv begleitet haben. Ich sagte es, dieses Gesetz hat eine lange Vorgeschichte. Sie reicht durchaus noch in die vergangene Legislaturperiode hinein. Es ist gut, dass diese lange Vorgeschichte dann heute mit einem sehr guten Gesetz auch ein Ende findet. Vielen Dank dafür. Ich will, weil ich noch ein bisschen Zeit habe und sehe, dass der Kollege Rhein ja jetzt in die Mitte der CDU berufen wurde, auch meine Zeit noch einmal kurz nutzen, ein bisschen Ehrenrettung zu betreiben. Kollege Rhein, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht zu Ihrer Ehrenrettung. Ho Chi Minh hat auch gesagt, es war Patriotismus, nicht Kommunismus, der mich inspiriert hat. Ich vermute, darauf haben Sie sich dann eher bezogen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jetzt wissen wir, dass auch der Kollege Klose das gleiche Buch hat. Gut. Wortmeldung, Frau Kollegin Wissler, und dann kommen Sie, Herr Staatssekretär. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als wir hier über die erste Lesung des Ingenieurkammergesetzes gesprochen haben, bin ich davon ausgegangen, dass es ein ziemlich unstrittiger Gesetzentwurf ist. Die Anhörung machte dann doch deutlich, dass der Gesetzentwurf, so wie ihn Schwarz-Grün vorgelegt hat, nicht ganz so unproblematisch ist, weil eigentlich ja die Berufsbezeichnungen geschützt werden sollten, aber die Hochschulen berechtigte Sorgen hatten, dass die Trennung bzw. die Abgrenzung zu akademischen Graden eben nicht hinreichend ist. Zudem ist ja auch in der Anhörung bezweifelt worden, inwieweit eine Landesregelung bei Berufsbezeichnungen Sinn ergibt, gerade wenn von den Befürwortern mit der Vereinfachung im internationalen Gebrauch argumentiert wird. Wir verstehen aber auch weiterhin das Anliegen der Ingenieure und Stadtplaner, auch über dieses Gesetz den durch Bologna angerichteten Schaden zu begrenzen. Das war ja auch bei der Anhörung des Öfteren, das fiel ja auch des Öfteren, dass der Wegfall des renommierten Diplom-Ingenieurs ein Problem ist. Deswegen hatten wir nach der Anhörung ein Stück weit Zweifel daran, ob dieses Gesetz auf Landesebene wirklich zu einer Vereinfachung beiträgt oder nicht mehr Verwirrung stiftet. Ich will mich auch der Kritik anschließen, dass ich der Meinung bin, es wäre sinnvoller gewesen, den Gesetzentwurf gleich als Landesregierung vorzulegen. Weil ich gehe davon aus, Sie haben ihn sowieso geschrieben im Ministerium. Es ist übrigens nett, dass wir auch von dieser Servicedienstleistung da mal erfahren. Vielleicht können wir demnächst, wenn ich einen Gesetzentwurf einbringen möchte, das einfach mit den politischen Vorgaben direkt ans Ministerium geben. Dann brauche ich mir die Querverweise und so nicht rauszusuchen. Also von daher. Das hat immer angeboten.
Okay. Ja. Ja, hervorragend. Also, so viel Mithilfe hier angeboten zu bekommen, vielen Dank, Herr Minister. Da komme ich auch gerne zurück. Ich meine, jetzt, wo Sie so eine ideologische Öffnung auch irgendwie jetzt durchleben, geht es ja vielleicht, kommen wir uns da auch irgendwie inhaltlich bei dem Gesetzentwurf dann näher. Also von daher wäre das sicher sinnvoller gewesen. Das hätte nämlich den Vorteil gehabt, dass, wenn die Regierung den Gesetzentwurf gemacht hätte, man schon mal eine Regierungsanhörung gehabt hätte und vielleicht schon mal irgendwie ein bisschen was abräumen konnte, hätte können. Jetzt gibt es ja nun einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf von den anderen Fraktionen. Wir als LINKE sind da natürlich nicht zur Mitarbeit eingeladen worden. Das ist ja auch klar. Also bei einem Änderungsantrag zu einem hochideologischen Gesetz wie dem Ingenieurgesetz, dass da man natürlich nicht mit der LINKEN zusammenarbeiten kann, ist natürlich vollkommen klar. Also interessant, dass die CDU-Fraktion mittlerweile Ho Chi Minh-Zitate beklatscht, aber mit hessischen Sozialisten irgendwie auch nur einen Antrag zusammenzuschreiben, das geht natürlich zu weit, insbesondere bei einem ideologisch so aufgeladenen Thema wie dem Ingenieurgesetz. Und deshalb komme ich zu der Schlussfolgerung, werden wir uns zu diesem Gesetzentwurf mit aller Entschlossenheit enthalten. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die Regierung hat das Wort. Herr Staatssekretär Samson, bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich kurz noch einmal, bevor ich nachher noch einmal zum Verfahren komme, die zentralen Punkte und den Anlass darstellen, warum wir das überhaupt gemacht haben, das ganze Gesetz. Es gibt eine EU-Vorgabe zur beruflichen Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Ich glaube, vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingspolitik tun wir gut daran, jetzt relativ schnell auch das umzusetzen, was wir schon viel früher hätten machen müssen als Land. Und ja, wir haben Zeitdruck. Wir hätten es gerne früher vorgelegt. Es ging nicht. Und ich glaube, dann ist der Weg über die Fraktion billig und notwendig. Und das an der Stelle noch einmal zu problematisieren, da bin ich ehrlich gesagt nicht bei Ihnen, weil mir geht es um die Inhalte, nicht um das Verfahren. Am Ende steht ein gutes Gesetz da, das wir fraktionsübergreifend darstellen, und das ist das, was am Ende zählt. Und wenn ich das richtig sehe, ist es auch in der letzten Legislaturperiode auch schon einmal versucht worden, ohne Erfolg. Jetzt ist es gelungen, und das ist vielleicht der Unterschied zwischen der alten und der neuen Koalition. Schutz des Ingenieurberufs, das ist das zentrale Ziel. Es gibt im Augenblick mehr als 2000 Ingenieurstudiengänge, und wir haben Qualitätsstandards festgelegt, die aber nicht zu einem Eingriff in die Hochschulautonomie führen. Das ist wichtig. Da gab es Missverständnisse. Das haben wir geklärt, auch im Rahmen einer sehr interessanten Anhörung. Ich nenne es einmal so. Ich glaube, das war auch ein guter Beitrag, um noch einmal herauszustellen, was wir eigentlich wollen. Gleichzeitig geht es uns um die Sicherung von Qualitätsstandards. Ja, wir ermöglichen es jetzt der Fachkammer, einen Zusatztitel Ingenieurkammer Hessen beizufügen. Auch da gab es einige Irritationen und Missverständnisse. Auch dort haben wir durch eine Klarstellung, durch eine Begrenzung auf bestimmte Bereiche, nämlich auf die Kompetenzfelder Bau- und Planungswesen, Geodäsie und Umweltingenieurwesen, für mehr Vertrauen in das Gesetz und für eine Abgrenzung auf dem teilweise hart umkämpften Weiterbildungsmarkt gesorgt. Ich glaube, wer bei der Anhörung dabei war, hat ja gespürt, was im Hintergrund, worum es eigentlich geht. Es geht um die Abgrenzung von verschiedenen Märkten im Bereich der Weiterbildung. Und da gab es Befürchtungen, dass die Fachingenieurkammer jetzt hier in Bereichen tätig wird, die andere für sich gepachtet haben oder geglaubt haben zu pachten. Wir haben über den Änderungsantrag zum Gesetz jetzt hier für eine Klarstellung gesorgt. Und wenn das am Ende dazu führt, dass wir fraktionsübergreifend diesem Gesetz zustimmen, dann ist das auch ein wichtiges Signal, weil es ist eine sehr komplexe technische Materie, wo sehr viele spezifische Partikularinteressen teilweise zum Tragen kommen. Und das war auch der wesentliche Grund für die Verzögerung. Wir hätten uns das auch alles ein bisschen früher gewünscht, aber einige Gespräche waren notwendig. Und wenn wir jetzt hier fraktionsübergreifend diesem Gesetz sagen, dann ist das auch ein gutes Stück Signal für eine gute hessische Wirtschaftspolitik, die wir hier damit ganz konkret mit Inhalten füllen.
Ich glaube, wenn wir hier, es gab gestern Diskussionen über den Beitrag der Opposition. An der Stelle, glaube ich, kann man auch mit Fug und Recht sagen, die Fraktionen, auch die Fraktionen der Opposition haben sich mit viel Engagement eingebracht. Wir sind hier zu einem guten Ergebnis gekommen. Und wenn alle Gesetze, die so streitig anfangen, am Ende in diesem Konsens zusammengeführt werden, dann ist das ein gutes Signal für dieses Parlament. Und ich glaube, da kann man auch ruhig seitens der Landesregierung sagen, herzlichen Dank dafür, nicht nur bei Ihnen, sondern auch an die Mitarbeiter meines Hauses, die sich da in den letzten Monaten und auch Jahren sehr intensiv eingebracht haben und ein teilweise sehr schwieriges Verfahren am Ende zu einem positiven Ergebnis gebracht haben. So, und offensichtlich müssen Beiträge der Landesregierung enden mit Ho Chi Minh-Zitaten. Ich bin in dem kommunistischen Bereich da nicht so richtig sattelfest, muss ich gestehen. Ich habe da Fortbildungsbedarf. Vielleicht sollten wir uns da einmal unterhalten. Ich habe ehrlich gesagt gerade versucht zu googeln. Auf die Schnelle habe ich kein vernünftiges Zitat gefunden. Und dann ist ein nicht gehaltenes Zitat besser als ein schlechtes. Und deswegen verzichte ich darauf und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Staatssekretär, vielen Dank. Ein vietnamesischer Tag heute in Hessen. Ich lasse abstimmen. Wer dem Gesetzentwurf zur Neuregelung des Hessischen Ingenieurs- und Ingenieurkammerrechts und des Hessischen Architektenrechts seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Anzeichen. CDU. Machen wir andersrum. Wer ist dagegen? Enthält sich der Stimme? Kraftvoll. Dann stelle ich fest, dass diesem Gesetz mit den Stimmen der CDU, der SPD, den GRÜNEN, der FDP und Frau Öztürk zugestimmt worden ist, bei kraftvoller Enthaltung der LINKEN. Damit ist es zum Gesetz erhoben.